Alter, ich schieß gerade durch Fail, ne? AK 12 klingt gut. Noch, oh Gott, nee. Los, los, los! Bravo, ihr müsst ja so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Will ich eine Waffe aufsammeln und dann verrecke ich direkt wieder. Los, los, los! Bravo, ihr müsst ja, ne? So schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Aufschalten! Junge! Da kill ich einen Gegner, schon bin ich tot. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Aufschalten! Oh, der haut mir einfach eine rüber und ich bin direkt tot. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Ich einfach mal. Bist du noch da? Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Na, wege ich ja nicht nur auf die Trophäen. Junge, jetzt bin ich durch einen gestorben. Durch den letzten Überlebenden bin ich gestorben. Fick dich.
Wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Errichte einen Schutz an der Tür. Verstanden. Damit angefangen, ja? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich hab kein Feuerverbündete gemacht, ihr Decken! Der Ausgang ist auf den oberen Stegen! Obere Stege! Los! Weiter! Wir haben es fast geschafft! Gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Ein Klick und die Diagnose starten. Los an die Konsole. Prophet, seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Alle Waffen stabil. Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon! Ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße! Verstanden. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier! Weg hier! One by one. Ich weiß nicht wohin. Nein, Nudeln. Hier auf! Bewegung, los! Joker, was hat dein Geigerzähler? Alles in Ordnung. Einfach weiter schießen. Das sind KVA hier nicht an den Nordturm. Bestätigt, Bravo 1. Wir haben sie auf der Anzeige. Verstanden, Bravo 1. Warte sofort die Evakuierung an! Bravo, Hauganzeigen sind kritisch. Alle Männer da raus! Ihr habt es gehört! Bewegung! Verdammter Mist! Was zum Teufel war das? Druckexplosion! Hier fliegt alles in die Luft! Weiter! Immer weiter!
einschalten. Da ist er! Bring uns runter! Er ist tot! Prophet, Atlas-Team evakuiert! Bereich ist kompromittiert! Mitchell, komm schon! An Bord, los! Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt das reicht, hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Ich kann ihn immer noch nicht erreichen. Ihm geht es sicher gut. Sie sagen das so. Viehfield, Kobberstein, die haben alle behinderte Namen. Da heißt sie ehrlich jemand Kobberstein. Warnke, er warnt bestimmt alle. Minard, Jessup, Sani, West. Die Namen werden ja immer behinderter. Moment, Captain. Tiran. Hi, Tiran, was läuft? Willst du den Scan hier? Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Das nehme ich auf den Status auf YouTube, ganz ehrlich. Ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Ah, weh, die bescheuertsten Namen ever. Torres. Gideon. Reinhard. Sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit. Reinhard. In Ordnung. Aufsteigen. Schöne Bikes. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren.